Hallo, hier ist wieder mal der Waldecker Bauer mit einer neuen Mod-Vorstellung. Und zwar geht es heute um den Fendt 939 Vario in einer Vision 3. Jo, keine Betriebskostenangaben, Leistungsangaben oder sonst irgendwas. Kostet 324.500 Euro. In Verkauf 162.250 Euro. Gut, schauen wir uns das Teil mal an. Da steht er. Der Fendt 939 Vario. Steigen wir mal ein in das gute Stück. Schauen wir uns ihn mal an. Ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Beschriftung, Nummernschild, mal vorne wieder mit TÜV-Stempel. Ah, kann auch die ASO-Pakete sein. Ja, träumt schön. Jo. Was kann er so? Ja, was kann er? Mit der NP-Taste 0 kann man hier so ein Fenster öffnen. Da kann man schön drin gucken, was er kann. Mit der Taste 5 und 6 kann man die Drehzahl erhöhen. Jo, wenn er mehr Gas gibt, hört er auch auf zu qualmen. Mit der Taste 0 haben wir Radgewichte, jawohl. Mit der Taste 7 haben wir einen Turbo Booster. Das hört sich so ungefähr an. Wofür der gut ist, habe ich leider noch nicht rausgekriegt. In Ziehen oder so macht das keinen Unterschied. Ja, dann haben wir auch hier drüben Radgewicht. Mit der Taste 0. Mit der NP 8 und 9 kann man die Doppelzwillingsreifen ein- und abschalten. Mit der NP 7 kann man das Maul hoch, runter und hochfahren. Mit der NP-Taste 6 Arbeitslicht hinten. Mit der NP-Taste 5 das Arbeitslicht vorne. Mit der Blinker, mit der MP1, MP3, mit der MP2 die Warnblinkanlage. Mit F normales Licht. Mit Positions 1 Taste die rundherum leuchten, die gar nicht so schlecht aussehen. Jo, schauen wir uns mal das Teil von innen an. Jo, mit der Taste Enter kann man die Kabinenbeleuchtung einschalten. Dann geht auch das Armaturenbrett an. Das wackelt dann auch ein bisschen. Der Computer geht an. Ja, sonst sieht er echt gut von innen aus. Schalters, Hebels, alles da, was sein muss. Schauen wir uns mal die Fahreigenschaften an. Jo, wie gesagt, 324.500 Euro, 60 Stundenkilometer schnell, 654 Liter im Tank. Und sonst fährt er sich ganz gut. Man sieht auch, wie gut der
Sitz drin gefedert ist. Ja, 60 Stundenkilometer. Nicht schlecht. Man sieht auch richtig, wenn der Bordstein hoch, wie der Sitz hoch gefedert wird. Ja, kippt noch ein bisschen. Ja, dann wollen wir mal gucken, wer so sich von Flug, Wagen, Gruber, Seemaschine sich macht. Legen wir mal so ein Wagenchen an hier. Ich habe hier so einen großen. Ist ja ein großer Schlepper. Rückwärts fahren, schön die Geräusche. Piep, piep, piep. So, legen wir mal an. Gucken wir mal. Jo. Kippt auch nicht beim Kurvenfahren. Wunderbar, gefällt mir. Schauen wir uns die ganze Sache mal mit dem Flug an. Da haben wir den großen Flug. Bremst auch ziemlich plump ab, wenn man rückwärts fährt. So, dann lassen wir ihn mal fliegen. So, macht da auch einwandfrei. Haben wir in die Furche rein. Und nö, Grip hat nicht in Flugmodus. Aber dann zieht er den Flug einwandfrei durch. Schauen wir mal, wenn er wendet, wie das aussieht. Ob er schön wieder ansetzen tut. Ja, wendet den Flug. Ja, fährt doch einen ziemlich großen Bogen. Ja, dass doch da allerhand, glaube ich, stehen bleibt. Wie ich so sehe, die anderen da sind ziemlich enger rangefahren. Jo, da könnte man vielleicht doch nochmal was dran machen, dass er ein bisschen enger fährt oder ein bisschen radieren tut. Ja, hängen wir mal einen Gruber an. Natürlich auch den großen. Sehen, aber den schafft. Ist der 7,80 Meter oder was der ist? So, mal gucken. Lass mal groben. Jo. Kann man so auch nicht sagen. Zieht den Mund aber durch, stockt ein bisschen, nee, doch nicht. Wollen wir mal gucken, wie er ansetzt. Ja, da nimmt er glaube ich den Bogen ganz schön enger. Ah, bleibt auch was stehen. Ja, bleibt auch so ein bisschen was stehen. Na gut, das sind eben bei den großen Maschinen. Da ist der Wendekreis doch schon mal ein bisschen größer bei den Schleppers. So, jetzt könnten wir ihn nochmal. Ja, das mache ich jetzt auch nochmal. Mal ganz kurz. Vor einer Seemaschine stellen. Mal gucken, wie er damit zurechtkommt. Haben wir hier die große. Auch der Reifen, Staub, sieht wunderbar aus. Soll glaube ich auch waschbar sein. So, klappt mal das Ding mal aus. Dann lassen wir ihn mal sehen.
Jo, auch von Zong einwandfrei. Wunderbar. Mal gucken, wer hier ansetzen tut. Jo, das sieht ziemlich dicht aus. Da nimmt er wohl alles. Ja, da schafft er alles. Jo, das sieht echt gut aus. Da würde ich sagen, schaut euch mal an, das gute Stück. In meiner Videobeschreibung findet ihr, wo man ihn runterladen kann. Ich finde ihn ziemlich gut gemacht. Kann man schon mal einsetzen. Den Fendt 939 Fabio. In dem Sinne verabschiede ich mich mal. Testet ihn, wenn ihr magt. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Waldeckerbauer Graf Rasputin. Tschüss!